Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Chojin und Gatewinmod. Hi, und schaut euch mal diesen Bilderteppich der Zeit an. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Sieht nicht übel aus. Er meint diesen hier. So, aber wir müssen ja durch das Portal hier. Zur Halle der Helden. Genau. So, dann legen wir mal los. Ich bin durch. Nett. Ja. Eine neue Gegend. Interessant. Wollen wir mal schauen, ob wir da... Irgendjemand ist hier hinten am... Sieht man, Astarte heißt sie. Stufe 20. Eieiei, ich trau mich gar nicht an sie ran. Stufe 20 können wir nämlich vergessen. Nee, boah, mach mal alt. Guck mal zum Tisch bitte und mach alt. Gabel, Löffel, Kelch, Messer, Wein. Ja, kannst du alles mitnehmen. Du wirst es bestimmt hundertprozentig nimmst du das alles mit. So, ich gehe weiter. Ich weiß nicht, ob wir das mitnehmen können. Ich glaube, wir müssen mit der quatschen. Hm. Oh, ihr könnt es nicht sein, aber es könnt nur ihr sein, die Wächter. Aber oh, was seid ihr nur schwach geworden, so schwach, wie ihr einst stark wart. Seht euch doch nur um, einst habt ihr die anderen angeführt und jetzt folgt ihr den anderen und seid euch eurer Mängel und eures Schicksals so völlig unbewusst. Ach, dass es dazu gekommen ist. Wehe der Welt, dass es dazu gekommen ist. Die Wächter. Warte, wohin geht's denn? Das weiß ich nicht. Sie hat sich weggesäppt. Die ist aber durch... Die ist zu unserer Heimstatt hingegangen. Ich muss dir leider was sagen. Ich habe eine sehr gute Einhandwaffe bekommen. Die ich habe jetzt gerade gekauft, ne? Ja, aber wenn du... Guck dir das mal bitte an. Das ist eine Einhandwaffe? Aufgrund des Stufenunterschieds kann ich... Erfordert Stärke 8, habe ich Ruhe. Vielleicht musst du erst Stufe 7 sein dafür. Ach, Gegenstand der Stufe 7. Mhm. Aber krass Werte, oder? Jo, also vom hinteren Wert her, vom vorderen Wert her, habe ich dasselbe ungefähr. Also ich habe 34 bis 58. Der, okay. Der jetzt 36 bis 72. Also ich sag mal so, wenn ja, du es nicht gebrauchen willst, dann nehme ich sie wieder. Das ist eben die Frage, weil bei mir ist halt noch allerhand. Zum Beispiel Lebensenergie steigt um 37 Punkte, 5%ige Wahrscheinlichkeit, den Statuseffekt unterkühlt zu verursachen und alles so Zeugsbums. Ich gebe das mal wieder. Okay, ich verkauf's. Ja, also es ist schön. Es ist... Also ich lasse diese Sachen jetzt alle mal hier liegen, die hier rumliegen auf dem Tisch, ne? Weil die sind alle nicht viel wert. Lohnt sich nicht wirklich. Du hast da hinten in die Bücher geguckt? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ist nichts drin, aber hier unten steht noch einer. Jan Smiten, Stufe 20. Na dann, sprech nochmal an. In Jan. Hallo Jan. Na? Mit einem strammen Krieger an eurer Seite würdet ihr sicher sehr gut aussehen. Oder hättet ihr lieber Magier? Nee, wir nehmen dich. Schatzsichtigen Waldläufer? Ja, nee. Einen verstohlenen Taschendieb? Nein. Hier könnt ihr euch meine Heuerlinge ansehen. Aha, das ist ein ihr Söldnergewerbe. Sehen wir, was ihr für Söldner habt. Aber selbstverständlich, Boss. Vielleicht solltet ihr aber erst einige der Alten aussortieren. Es ist nie gut, wenn man den einen Trupp vor dem anderen schlecht macht. Also es geht nicht, ne? Also wie gesagt, weil wir halt nur drei mitnehmen können. Ich hab sind gedacht, gehandicapped. Ich habe gedacht, wir können da ausdrücken. Es gibt aber, glaube ich, nur zwei Stück, die eine richtige Hauptstory haben. Und das ist der Jahan und der... Die Alte. Die Alte im Dings. Das heißt, wir finden zwar ganz viele andere im Spiel, die wir hier kriegen können, aber... Ne? Was schade ist. Handwerksbuch verkaufte. Schade, dass man nicht sieht, ob man das schon kennt oder nicht kennt. Tja, das war's hier, ne? Ah ja, war ja genug. Sieht ne? ganz so aus, als ob es das hier war. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Dann würde ich mal beinahe behaupten, wir gehen zurück zur Heimstatt, werden wahrscheinlich die wieder finden.
Das kann sein. Was können wir hier? Warte mal, da ist ja Schleifsteinrad. Was kann ich denn da machen? Was habe ich denn, was gewetzt werden muss? Weiß ich nicht. Wir haben Klinge. Stärk deine Klinge. Nicht genügend Schmieden. Hm, danke. Danke, dass ich nicht genügend Schmieden habe. Dekoratives Zweihandschwert. Na gut, dann habe ich eben nicht genügend Schmieden. Vielleicht ein Schmieden überhaupt. Ich habe gar nichts an Schmieden. Ich habe es auf 1, aber... Ja, das ist das ja auch, ne? Ich habe meinen Charakter voll falsch eingestellt. Ich hätte das ganz anders machen sollen. Ich habe aber noch einen Amboss. Da müsste ich wahrscheinlich auch Schmieden haben, ne? Da kennt wahrscheinlich Rüstung drauf. Nicht genügend Handwerk, ja. Ich will das Schleifsteinrad mitnehmen. Wieso geht das nicht? Mhm. Will er nicht. Ja, nimm's mal mit. Geht nicht. Nee, du kannst immer wieder hier rein. Gut. Merk das mal. Gehen wir wieder raus, ne? Merk das mal, dass hier was zum Schleifen ist. Ihr habt die Halle der Helden. Wenn ihr, können sich diese hier ausruhen? Mhm. Interessant. Ah, du könntest also im Endeffekt den Jahan hier wegschicken, dann wartet er hier und wir können reingehen und können einen anderen anwärmen. Der ist mir aber irgendwie ein bisschen ans Herz gewachsen. Dann behalt ihn. So, was können wir jetzt hier weitermachen? Wo ist denn die hin? Wir schwatzen mal wieder mit einem Zickzack. Ja, die ist verschwunden. Ich habe gedacht, die ist jetzt hier. Auf die. Anscheinend nicht. Lasst uns über die Räume sprechen, die ich hier am Ende der Zeit entdeckt habe. Ich habe eine seltsame Frau in einem der anderen Räume getroffen. Wisst ihr, wer sie ist? Also ich rede mit der Weberin der Zeit. Mhm. Sie gehört zu denen, deren Geschichte die Dunkelheit verbergen müsste. Sie ist mehr als eine Frau, aber geringer als eine Göttin. Sie kennt euch. Sie hat euch Unrecht getan. Vielleicht habt ihr ihr Unrecht getan. Sie ist ein Teil des Endes, jedoch wünscht sie sich, ein Teil der Endlosigkeit zu werden. Ich entdeckte eine große Halle hinter einem der Portale. Könnt ihr mehr darüber sagen? Die Fäden verraten mir, dass einst, oh, wie viele Äonen sind in so einem kleinen Wort versteckt, einst ihr es wart, der in leuchtender Rüstung durch diese Halle schritt, ein Herrscher über alle, die eure Macht erkannten. Ich kann klar sehen, dass ihr Armeen geführt habt, Dämonen und Drachen habt ihr besiegt, dass ihr aufgestiegen seid. Aber wie kann das sein, wo ihr doch jetzt vor mir steht, als Mensch, als Sterblicher? Wie weit ist eure Seele aus dem Wesen entflohen, dass ihr einmal wart? Neue Fäden, mehr Fäden, die wir brauchen. Okay. Also wir waren wohl ein sehr mächtiges Wesen früher gewesen. Hier geht's... Ja, ja, ich hab zugehört. Hier geht es zur verbotenen Zone. Verbotene Zone? Ich komme? Ja. Verbotene Zone hört sich irgendwie... Weiß nicht. Das heißt, ein neues Portal aufgegangen? Boden an. Ja, ich weiß nicht, vielleicht führt es auch nur nach Cecil zurück. Aber hier steht zur verbotenen Zone. Da waren wir doch noch nie, oder? Ja, an diesem Teil habe ich eben dran gestanden und habe benutzt. Und da hat er gesagt, das Portal ist noch nicht aktiv. Ach so, okay. Aber wieso steht da jetzt die verbotene... Nee, der will nicht funktionieren. Gut. Also wissen wir es auch. Okay. Hast du nochmal mit den Zickzacks gesprochen? Nein. Ja, dann mache ich's. Und dann müssen wir uns wohl oder übel... an den Strand wagen oder es nochmal versuchen mit Eva Maria. Eva. Ja, Strand ist halt... Boah, Stufe 7. Puh. Stufe 7. So, Zickzacks. Hast du noch was zu sagen? Nee. Leider nicht. Leider nicht. Ja, da können wir hier leider nichts machen, aber wir kommen später nochmal wieder. Habe ich irgendwelche wichtigen Questgegenstände hier, die ich irgendwie unbedingt brauche? Ich habe die Teleporter-Pyramide. Perfekte Mordbuch, Brief von Herzog für Ferol, Roberts Hauptbuch, Aureus Blossims Testament, inaktiver Stein.
Na gut. Wo zapp ich mich hin? Dann gehen wir zum Strand, würde ich sagen. Oder? Zum Südstrand? Nee, brauche ich nicht. Zum Hafen, ne? Oder zum Nordwesten. Handys? Ja, dann habe ich mich hier falsch gezappt, wenn wir an den Südstrand wollen. Dann müssen wir uns weiter runter zappen. Aber jetzt können wir uns ja eh einzeln zappen. Teleportieren auch genannt. So, ich schau mal ja, nochmal. Oder sollen wir nochmal Eva Maria versuchen? Die war hart. Nochmal Fail. Die war hart, ne? Die war hart. Also wenn wir Stufe 7 sind, wäre es einfacher. Verlassene Gruft haben wir dorthin geschrieben. Brunnen, zwei Hunde, Falltür und Feuerteufel. Ja, es ist überall schwierig. Also wie gesagt, was soll man machen? Du entscheidest. Südstrand oder... Oh, da waren die Minen, ne? Da waren die Minen. Ich will zur Eva Maria. Okay, komm. Dann noch einmal. Wird das heute das Finalvideo. Ja. Wir versuchen nochmal Eva Maria. Also ich denke mal, wenn wir die schaffen, dann steigen wir sowieso auf. Ja. Wir brauchen nämlich nur noch 15.000. Ich hätte Salibe mit Stufe 7. Ich sag's ganz ehrlich, aber ich weiß nicht, wo. Wo? Ja, also wenn, dann würde ich sagen Orks unten am Strand im Südwesten. Aber, naja, ne? Stufe 7, ne? Um es nochmal klar auszudrücken. Vielleicht haben wir auch in der Stadt irgendwelche Quests. Warte mal, wo jetzt habe ich irgendwie mich verrannt. Wo ist denn überhaupt die Eva Maria, ihr Versteck? Von der Position, wo wir gerade waren, im Südwesten. Ich bin jetzt schon drin. Ich warte aber auf dich. Ist keine Sorge. Ich war jetzt so in Gedanken. So. Na denn. Auf geht's. Ja, da ist sie. Du bist schon dort. Ja, die ist grauenhaft. Stellen wir uns wieder so doof hin? Ja, wir stellen uns wieder doof hin. So machen wir das. Okay, dann schaue ich mich gerade mal hier was um. Also, ich habe einen Verzauberungspfeil. Das ist schon mal sehr gut. Den hatte ich eben nämlich nicht. Also, ich habe eine größere Pfeilauswahl als vorher. Problem ist, ich habe keinen einzigen Stasis-Pfeil. Das heißt, ich kann niemanden... Schade, ja. Die waren gut. Davon haben wir das letzte Mal zwei aufgebraucht. Die waren gut. Genial. Das heißt, dadurch wird der Kampf jetzt eigentlich schwieriger. Ich speichere.